Prügelnde Touristen, blutige Nasen und Saufen bis zum Abwinken. So sieht sie aus, eine ganz normale Nacht in der Reggae-Bar auf Koh Phi Phi. Er hat mir in die Eier getreten. Lach nicht! Die Nase ist kein Problem, aber meine Kronjuwelen. Einige Stunden zuvor auf der Trauminsel Koh Phi. Während die Touristen die Sonne genießen, beginnen für Batman und Kitty Vorbereitungen für die Nacht. Seit 10 Jahren kämpfen die Thai-Boxer in der Reggae-Bar gegeneinander, aber vor allem gegen betrunkene Touristen. Am liebsten prügeln sich übrigens Engländer oder Australier, deutsche Touris eher selten. Die meisten Touris sind schon ziemlich betrunken, aber viele kämpfen sehr verbissen. Da sind schon einige ganz gute Thai-Boxer dabei. Muay Thai oder Thai-Boxen ist Nationalsport in Thailand. Und hier in etwa so populär wie bei uns Fußballspielen. Doch in der Reggae-Bar geht es nicht um Kampfkunst, sondern um einen sogenannten Free Bucket für den Sieger. Einen Eimer voll Whisky-Cola. Und davon bekommen die meisten hier nicht genug. Total verrückt, ich liebe es. Bist du betrunken? Nein. Wirklich nicht? Kaum. Das Problem, die beiden haben noch gar nicht gegeneinander gekämpft. Sturzbetrunken steigen Rob und Luke in den Ring. Handschuhe und Gesichtsschutz sind Pflicht. Bis auf blutige Nasen sind schwere Verletzungen aber eher selten. Regeln gibt es zwar, doch die können sich die beiden Engländer in ihrem Zustand gar nicht mehr merken. Hauptsache, die Touristen werden gut unterhalten. Ich bin hier wegen der lustigen Atmosphäre, den Kämpfen und wegen der billigen Getränke. Es ist unterhaltsam. Solange sie sich nicht ernsthaft verletzen, ist das doch in Ordnung. Hauptsache, alle haben eine gute Zeit. Macht doch Spaß zuzuschauen, wie die sich besoffen die Köpfe einhauen. Zurück zu Rob und Luke. Die beiden Engländer taumeln mittlerweile nur noch prügelnd durch den Ring. Mit Thai-Boxen hat ihre Vorstellung natürlich nicht mehr viel zu tun. Doch das stört hier die wenigsten. Für sie gilt jetzt nur noch irgendwie draufhauen, solange die eigenen Beine tragen und bis einer auf dem Boden liegt. Deine Nase blutet. Ja, ich merke das gar nicht. Ist mir egal. Was sagt mein Kumpel? Der ist zu betrunken. Wirklich? Das tut mir leid. Ich gehe mal rüber, um mich zu entschuldigen. Sein Kumpel hat den Kampf verloren und ist ein bisschen angefressen. K.O. wegen Trunkenheit im Ring. Als Trost gibt dafür klar noch eine Ladung Whisky-Cola. Wie war dein Kampf? Sprechen ist nicht mehr möglich. Verlieren macht schon nüchtern keinen Spaß. Udom ist der Besitzer der Reggae-Bar. Hier auf der Insel ist seine Thai-Box-Kneipe eine echte Institution. Es gibt kaum einen Touristen, der nicht zumindest mal zugesehen hat, wenn sich seine Landsleute gegenseitig auf die Nase hauen. Die Touristen kommen zu uns, um zu kämpfen. Ansonsten ist es überall verboten, selbst in Bangkok. Auch wenn sie sich ein blaues Auge holen, sind sie zufrieden, weil wir auf sie aufpassen. Auch dieses Brüderpaar aus Kanada will sich heute mal so richtig schön verhauen. Justin und Sean reisen einen Monat gemeinsam durch Asien. In der Reggae-Bar wollen die beiden ihre Kräfte messen. Ich kämpfe heute gegen meinen Bruder. Es ist das erste Mal in meinem Leben. Und es ist ein einzigartiges Erlebnis, ihn in einem Thai-Box-Kampf zu schlagen. Ein besonderes Erlebnis. Getankt haben auch die beiden reichlich. Erfahrung im Thai-Boxen dafür umso weniger. Ich bin sehr nervös. Ich habe erst 2 Mal in meinem Leben gekämpft und das war vor langer Zeit. Außerdem ist es mein Bruder. Ich will ihn nicht K.O. hauen. Ich liebe ihn ja. Mal sehen. Doch von inniger Bruderliebe ist dann nicht mehr viel zu sehen. Jetzt gibt es richtig auf die 12. Bisher haben die Brüder nur ab und zu mal miteinander gerungen. Jetzt heißt es, besoffen immer drauf auf den Kopf. Für beide zählt nur noch der Sieg. Und dann landet John den entscheidenden Treffer, Knockout von Bruder Sean in der letzten Runde. Und der ist nicht nur K.O., sondern richtig sauer. Ich glaube, ich habe ihn schon zu oft im Leben besiegt. Wir wollen noch 25 Tage zusammen reisen. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Naja, ich hoffe, mit ihm ist alles in Ordnung. Doch Sean ist beleidigt und bleibt verschollen. Den Eimer mit Alkohol muss John ohne seinen Bruder leeren. Gegen Kit und Batman, die Profis im Thai-Boxen, wollte an diesem Abend übrigens keiner der Touristen kämpfen. Und das ist beim Zustand der meisten hier wahrscheinlich auch besser.
Das ist Fuji-Q, Asiens beliebtester Freizeitpark. Aber kann Japans Aushängeschild mit unseren deutschen Vergnügungsparks mithalten? Wir machen den Check. Willkommen in Fuji-Q.